liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Car Mechanic Simulator. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, wie ihr seht, seht ihr richtig, wir haben zwei neue Jeeps in der Garage stehen. Die habe ich ja letzte Folge noch schnell hier geparkt. Die nächsten beiden Aufträge laufen heute heiß. Wir haben in der letzten Folge drei Autos fertig gemacht. Gut, was jetzt nicht schwer war, das waren auch zwei Jeeps und ein Audi mit größtenteils Bremssachen, also Kleinscheiß halt, wie gesagt. Meistens ist es Kleinscheiß. Aber wir können ja mal gucken, was wir noch haben, ob wir noch was für einen Werkzeugkasten haben. Was ich euch freischalten kann. Montiere Teile 50% schneller. Bewege dich 10% schneller. Ich gucke gerade nur was ein bisschen durch. Ich habe den Aha! Ich kann hier einen Reifenprofilmesser. Ich kann Reparatur folgt bis zu 55%. Prüfe heute drei Teile Beziehungsauftrag. Scheuen, Schrottplatz, Auktion. Aber das, ist das irgendwie sinnvoll jetzt? Was ist das hier? Schalte das Diagnosegerät frei, schalte den Multimeter frei. Du kannst aber die elektronische Leitung prüfen. Okay. Diagnosegerät. Damit kannst du die Steuergeräte ins Fahrzeug auslösen. Fahrzeug funktioniert in einem älteren Modell. Um es mal benutzt werden, die sprechen. Okay. Dann haben wir hier prüfe Teil 100% schneller. Da brauche ich ja, würde ich ja sagen, eher mache ich die auf 100% schneller. Weil der sagt jetzt hier gerade, nee, baue und montiere ist das, ne? Ja, warte mal. Überlege ich gerade, wie machen wir das jetzt? Wenn du das Ding hier erstmal sofort drei Teile freischalten im Inspizierungsmodus, Auftrag, Scheune, Schrottplatz, Auktion. So, also das ist nicht, das sind nicht die Sachen, dass wir die freischalten, sondern wir können drei Dinge prüfen. Alles klar, okay, wie auch immer, ich mache heute weiter. Und wir machen mal auf Prinzip die Motorhaube auf. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Fällt mir gerade ein. Oh doch. Eventuell schon. Weil das Ding hat, richtig. Macken. Gut. Das wird ein bisschen länger dauern. Vermute ich zumindest mal. Inventar trotzdem erstmal. Ach, ich hab schon. Okay. Gut. Dann müssen wir da mal ran. Dachte ich mir, das wird wieder so ein leichtes Ding. Nein, wird es nicht. Weil, was hat er denn hier? Große Sorge. Ich muss, glaube ich, wahrscheinlich ins Handy, oder? Der hat jetzt einiges. Federbügel, Befestigungsplatte, Achsschenkel, Gummilager, Buchse, Klein, Blattfeder, Steckachse, Hinterachse, Stoßdämpfer neu. Sieht zumindest so aus, als hätte der einmal alles komplett, bitte. Sieht so aus zumindest. Gut, dann wird das ein etwas größerer Akt werden. Ich schnappe ja kurz mein Mobiltelefon, mein privates, und werde mir ein Foto machen von den ganzen Sachen, was wir zu tun haben. Wahrscheinlich wird doch nur ein Auto sein heute. Aber gucken wir mal, was der Kleine, was der nachher noch einer hat. So, dann war das fotografiert. Weil da ist nämlich noch mehr. Das sind nämlich zwei Sachen. So, warte mal, was hat der hier? Wo muss ich denn hier oben ran? Bis, wo geht das? Befestigungsplatte. Okay. So. Ich befürchte, dass wir einmal kurz komplett aufbauen können, ausbauen können, die alles. Die Frage ist. Ach so, okay. Das ist erstmal prüfen und dann das Klopfen in der auf Dings. Okay, wahrscheinlich dürfen wir den einmal komplett auseinander basteln. Fangen wir damit erstmal an. Das ist jetzt ein bisschen viel zu tun heute. Aber es ist halt zwischendurch einfach mal Dinge. So, ich muss natürlich jetzt erstmal. Ja, ja, das sieht schon so alles aus. Ich baste mal hier gerade komplett auseinander. Die Felgen runter. Die Steckachse neu. Bremszylinder raus. So. Gut. Hier muss der Spurstangkopf, ist das richtig, dass ich den nochmal rausnehmen muss? Ich wahrscheinlich, ne? Das Thema. Guck grad. Warte mal. Spur, Stangenkopf. Ich glaube aber nicht.
so wie es nicht aussieht. Nee, sieht nicht so aus, als hätte man einen Spulstandkopf. Oder? Warte mal, ich guck gerade. Fahrzeuginfo, habe ich irgendwo einen Spulstandkopf, den ich noch sehen muss? Blattfeder, Kuppellagerbuchse. Nö, eigentlich nicht. Aber hier, du musst da raus. Hier ist auch eine Gummilagerbuchse, die raus muss. So, hier ist was, was raus muss. So, die Frage, Plattfeder, bist du das? Sieht zumindest hier. Ja, muss damit. Jetzt brauche ich ja einfach. Da ist eine Blattfeder, die raus muss. Ich hau jetzt erstmal mit Verdacht die Teile raus. So, Blattfeder ist aber wahrscheinlich das, ist aber wahrscheinlich die andere Seite, die raus muss. So. Jetzt mal, warte mal, die Bremstrommel weg. Dass wir hier ein bisschen aufbauen, abbauen können. Da sieht es aus, als hätten wir da ein bisschen mehr zu tun an dem Auto. Aber das ist halt so, manchmal. Es muss ja nicht immer so schnell gehen wie in der letzten Folge. Warte mal. Was ist das jetzt hier raus? Ach hier, hier muss auf jeden Fall auf den Spulstandkopf erstmal weg. Hier müssen wir ja nicht abbauen, sondern wir müssen hier aufräumen. Da ist irgendwo noch was dran. Wichtig. Warte mal. Also hinter muss noch der Federbügel weg. So. Halt, da müssen die. So, warte mal, warte. Damit weiter geht's. Nicht mit der Gummilagerbuchse. Und jetzt kann die Blattfeder raus, oder? Ja. Wegschenke. Was? Was weg? Wo weckerst du jetzt noch rum? Was willst du jetzt loswerden? Rein theoretisch habe ich ja. Ist da noch was drin, was ich nicht habe? Rein theoretisch. Warte mal, Akschenkel muss da, müssen die Akschenkel nicht noch raus? Extra VÖ? Ja, VA Typ E. Aber was, wieso kann ich dich nicht rausnehmen? Wieso darf ich dich nicht rausnehmen? Wo meckerst du dran? Eine scheiß Befestigungsring, oder was? Jetzt kannst du die rausnehmen, oder? Ja. Gut. Die Frage ist, die andere Seite sieht noch relativ gut aus. Ich glaube, ich habe hier vorne zumindest erstmal alles raus, was raus muss. So spontan würde ich sagen. Gucken wir mal weiter mit da hinten, mit der Aufhängung nach hinten. Man hat bestimmt auch noch ein bisschen was zu tun. Das sieht schon so aus, als wäre da ein bisschen was zu tun. Ich muss jetzt gucken, was ich noch habe, was ich rausmachen muss. So, so. Ich nehme erstmal alles, was da so an rostigen Teilen, Anführungszeichen, weg ist. Wegfeder, Starkse. Die Starkse kann jetzt noch nicht raus, weil da vermutlich alles andere, was da so dran hängt, noch raus muss. Also wahrscheinlich die komplette Rinderhandaufhängung. Die weg muss. Hier muss noch was raus. Hier muss noch was raus. So. So,
So, wenn ich mit der Befestigungsplatte hinten. Blattfeder raus. Nein, Blattfeder nicht raus. Erstmal muss ich diese scheiß Gummibuchse rausnehmen. Leute, warum kann ich das Ding nicht einfach alles auf einmal rausnehmen? Das ist ein Teil eigentlich, oder mehr oder weniger, oder? An die Profis unter euch. So, Blattfeder raus. Jetzt kann ich weg. So, warte mal. Gut, dann nehme ich jetzt hier die Seite auseinander. Und dann hoffe ich, dass ich alles habe. Dann hoffe ich, dass ich alles habe. So. Reparaturzylinder weg. Steckachse weg. Bremstrommel weg. Achsschenkel weg. Die kann ja. Die müssen ja noch dranbleiben. So. Weil ich muss die Achse hinten rausnehmen. Ich glaube, die kriegt mir komplett neu. Damit. Halt. Gelernt. Die Gummilagerbox erstmal rauszubauen. Bevor wir hier irgendwas anderes machen. Die sieht aber noch gut aus, die Blattfeder. Die kann noch drauf. Die kann auch bleiben. Was dahinter aber ist, die kommt mit der Achse hinten, muss raus. So. Jetzt geht der Stoß einfach runter. Guck mal, voll ins Rohr, hä? So, wo willst du jetzt ran? Wo hast du jetzt gerade Bäckerei? An dem. Ach, naja, gut, okay. Wahrscheinlich, oder? Ich schalte einfach raus und dann kann die Achse weg, oder? Nein, darf natürlich nicht. Die Kaderwelle erstmal. Die brauchen wir aber wieder. Die bauen wir nämlich gleich wieder ein. Geht nämlich um rechts weg und dann kann die Achse raus, oder? Oder habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Da natürlich nicht. Supi, dann haben wir das Auto auseinandergenommen. Ich hoffe, ich habe alle Teile. Ich hoffe, ich habe alle Teile. Das werden wir gleich sehen. Fahrzeuginfo. Ich muss mal gerade kurz noch Fotos machen. Nochmal Foto machen. Die Blattfeder. Gummilagerbuchse klein. Und fangen wir nämlich erstmal an damit. So, Galerie. Das heißt Kamera. Ich muss gerade gucken. Blattfeder. Gummilagerbuchse kleben. Ne, ich habe sogar alles richtig drauf. Gut. Okay. Gut. Dann werden wir jetzt anfangen zu bestellen. So, Ersatzteilliste. Fangen wir an zu bestellen, weil das wird jetzt eine Menge Arbeit werden. Das wird, also zumindest was das Bestellen betrifft. So, fangen wir an, Befestigungsplatte. Befestigung. Wie viel brauchen wir von der Befestigungsplatte? 4? Sehe ich das richtig? 1, 2, 3, 3. Drin. Die Federbügel dafür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Moment. 2, 4, 5, 6, 7, 8. $15 für so ein scheiß bisschen, nahe. Gut, da haben wir zumindest auch das fertig. Federbügel haben wir jetzt, muss man den Achsschenkel neu bestellen. Oder brauchen wir einen Achsschenkel Befestigungsring? Brauchen wir nicht. Gut, dann fangen wir an mit dem nächsten Teil. Das sind die Achsschenkel. Schenkel. So. Achsschenkel VA Typ E.
VA-Typ E, da sind sie. So, wie viel brauchen wir davon insgesamt? Eins. Eine. Für die Vorderachse, klar. Achsschenkel, Hinterachse, was haben wir dafür? Typ B. So, dafür brauchen wir auch noch eine, ne? Oder bin ich ja jetzt gerade wieder falsch? Für die Hinterachse. Drauf. So, nächste Teil. Vorderachse, Gummilagerbuchse klein. Brauchen wir jetzt als nächstes die Gummilagerbuchse. Und zwar klein brauchen wir erstmal mal nur eine. Zwei. Ja, zwei hier sind es. So, nächste Teil. Die Blattfeder. Die brauchen wir neu. Die brauchen wir, glaube ich, nur einmal. Blattfeder. So. Blattfeder brauchen wir nur eine, oder? Blattfeder, Blattfeder, Blattfeder. Ne, zwei. So. Starkste Hinterachse, Blattfeder, was war das? War das die Starkste? Hinterachse, Typ Blattfeder. Drin. So, weiter geht's. Blattfeder, Steckachse, Hinterachse. Die Steckachse, Hinterachse. Brauchen wir insgesamt eine Hinterachse, eine Vorderachse. Nächste. Die Federbügel habe ich drauf, die Stoßdämpfer muss ich jetzt bestellen. Stoßdämpfer. Und zwar zwei Rohr Öldruck. Zweimal. Mit einmal Hinterachse Öldruck, Hinterachse Öldruck, dreimal für die Hinterachse Öldruck. Da dreimal, so drauf. Federbügel, Befestigungsplatte haben wir drauf. Achsschenkel brauchen wir. Die Achsschenkel. Habe ich die vorher schon gehabt? Irgendwo mal. Hinterachse Typ B. Ich weiß gar nicht, ob wir die bestellt, schon bestellt haben. Ich nehme sie mal mit. Oh, brauchen wir nicht. So. Die Festungsplatte haben wir bestellt. Starkste Hinterachse haben wir bestellt. Stoßdämpfer Hinterachse, 2 Rohr Öldruck haben wir bestellt. Das haben wir bestellt. Die Steckachse für die Vorderachse brauchen wir noch. Steckachse für die Vorderachse brauchen wir noch. Ah ne, die haben wir schon bestellt. So, versuchen wir das mal, das ganze Ding mal zusammenzubasteln. Ich hoffe, dass ich dann alle Teile gefunden habe. Montagebrockfall. Warte mal. So. Gut. Aufhängung. Montagekarosserie, wo komme ich denn jetzt hin? Ja, da ist es. So, fangen wir an, das ganze Ding wieder zusammenzubasteln hier. So, rein damit. Ich hoffe, ich habe alle Teile. Das muss ich jetzt mal neu bestellen. So.
Die sieht aber, sah nämlich doch gut aus. Die sah nämlich noch sehr, sehr gut aus, die Vorderachse. Gut, dann kann die wieder rein hier. Die Hinterachse wird mit viel mehr Arbeit werden. So. So, die Steckachse für die Vorderachse. Ist schon drin. Die Bremstrommel drauf. So. Und die Reifen drauf. Dann kann sie mich hier schon wieder alles zumachen. So, gehen wir weiter auf die andere Seite. Weil hier wird ein bisschen mehr Arbeit sein. So, Voltage verteilen. Fangen wir an. Mit der Blattfeder drauf. So, dann kann hier unten... Warte mal. Die Befestigungsplatte drunter. Die habe ich auf der anderen Seite auch nicht drauf, ne? Fällt mir gerade auf. Die müssen wir noch ran. So. Würde mir gleich sagen. Ich habe jetzt erstmal neue Bügel drin. Der Federbügel noch drauf. So, zwei Rohr ran. Vorderachse 2 Rohr Öldruck. Ich kann bestellen was. So, Stoßdämpfer. Ich brauche eine Vorderachse für den Öldruck. Jo. So, rein damit. Na, sag ja, irgendwo fällt spätestens fällt irgendwann auf, dass ich noch ein Teil fehle. Dass mir noch was fehlt. So, hier. So, rein damit. So. VA Typ E, rein damit. Spurstangkopf rein. Ganze. So. Gut. Ich guck gerade. Was wollte ich jetzt gleich dran denken, dass ich die vor, dass ich unten noch mal ran muss an die Befestigungsplatten. So, Steckachse, Vorderachse rein. So. Irgendwo fehlt was. Aber was? Nicht jetzt die Kugellagerbuchse oder was? So, warte mal. Warte. Irgendwo fehlt da noch ein Teil. Irgendwo fehlt noch was. Aber wo? Weil der meckert gerade, dass ich die Reifen nicht raufmachen kann. Aber wo kann ich. Wo ist denn der Fehler da drin? In der Situation. Weil ich sage ja, kann ja die Bremsrolle drauf haben. Aber warum kann ich die Reifen nicht drauf? Die Reifen nicht drauf machen. Wo ist jetzt der Fehler an der Sache? Ja, würde man gleich sagen. Warte mal, hier muss ich noch schnell was dranhängen. Die Aufhängung. So, warte. Hier unten ist doch ein Bügel. Drauf. Und dann geht's an die Hinterachse. So, warte. So, aber wo? Meckerst du jetzt hier rum, dass ich nicht ran kann an die? Wo kann ich nicht ran? Warum kann ich denn? Ach, der komische Ring hier unten! Natürlich!
Jetzt. Natürlich. So. Gut. Dann geht's weiter mit der Hinterachse. Da muss ich jetzt auch mal ran. Das ist jetzt noch ein bisschen Arbeit. So. Fangen wir an. Jetzt ist es ja wurscht, welche Reihenfolge ich die wieder reinsetze, die Dinger. Hoffe ich zumindest. Weil er wird ja dann sonst meckern. Karamelle wieder ran. Ja, oh, jetzt fängt mein Handy sich ganz weg. So. Gut. Schon mein Radiowecker. So, Karamelle reinsetzen. So. So, dann kann man jetzt hier ja weitermachen. Setzen wir Stoßdämpfer ran. Weil er wird ja dann gleich sagen, da irgendwo hast du was vergessen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber wir wissen es ja. Ich kenne mich. So, Feder ran. Gummilagerbuchse rein. So. Mau. So. Ja, das wird heute doch eine etwas längere Folge, was ich eigentlich jetzt nicht geplant hatte, aber ist halt so. Es wird auch nur ein Auto sein. Aber dafür habt ihr ja in der letzten Folge drei Autos gesehen, die ich gemacht habe für euch. So, dann fahren wir da mit der Befestigung. Aber gut, ich erwarte, dass jetzt der Jeep so viel, dass mir der Jeep so viel Arbeit macht. So. So. Rein damit. So. Die Steckachse hinter der Achse ran. Ja, Katze, ich weiß, du willst gerade raus. Ich muss jetzt sogar das Auto hier fertig machen. So, warte. Ja, ich bin sofort fertig. So, gibt es mal die Randachse ist zusammengebastelt. So, jetzt muss ich gerade gucken. Das muss ich noch auf die andere Seite ne, kurz, weil ich muss noch auf der Achse, ich muss hinten auf der Achse noch was basteln. Auf der anderen Seite zumindest. So. Weil die Hinterachse muss auch zusammengebaut werden. So, die Achsschenkel drauf. So. Natürlich die Blattfeder nicht zu vergessen. Die kann man natürlich auch noch drunter machen. So. Ja, ich bin sofort da. Ich will jetzt raus, ha? Huh? Bin sofort fertig, Katze. Wie gesagt, hier hinten. Ich muss mal kurz die Katze rauslassen. Bin sofort wieder da. So, okay, weiter geht's. Machen wir das ganze Ding weiter zusammen. Wir sind ja immer noch mit dem Jeep beschäftigt hier. Weil da ist noch so ein oder andere Teil. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich dann alle habe. Das werde ich gleich mir angucken, wenn ich den Wagen fertig habe. So. Gut. Rein damit. So, jetzt hoffe ich, dass ich die Bremse jetzt reinsetzen kann. Eigentlich müsste ich es alle haben. So, dann geht hier die Steckachse noch ran. Wo hast du jetzt schon wieder Meckerei? Wo hast du schon wieder Meckerei, Digga? Irgendwo meckerst du. Ach, da oben. Ja, natürlich, klar. Der Bremszylinder, der muss natürlich da ran. Sonst kann das ganze Ding nicht funktionieren. Bremstrommel ran. Dann müsste es eigentlich dann fertig sein. Hoffe ich zumindest, wie gesagt.
Jetzt sind wir schon wieder mit über einer halben Stunde. Nein, warte mal. Warte, geht vor. Ja, das müsste eigentlich. Oh ja, wunderbar, haben wir alles geschafft? Sehr cool. Dann kann die Karre wieder runter und wir sind fertig für heute mit dieser Folge, liebe Leute. Ja, es hat ein bisschen was gedauert, aber es ist halt so. So, dann kann er wieder auf die Dings drauf, auf die Straße. Und Fahrzeuginfo, Auftrag abgeschlossen. So, gut. Dann mache ich mein Inventar noch leer, pack die Autos kurz um und dann geht's sofort in die nächste Runde. Wir haben jetzt alles fertig gemacht. So. Gut. Dann gehst du jetzt auf die Dings drauf. Hat sich bewegen. Auf damit. Aufträge. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ich räume jetzt erstmal ein bisschen die Aufträge auf, damit ich weiterkomme. Wenn ich jetzt natürlich das nächste Kampagnenauto mehr irgendwo hinstelle, dann habe ich wieder alles voll. Gut. Liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und gucken wir mal, was hat er denn überhaupt hier? Bremseinrichtung. Ja, ja, gut. Okay, jetzt drei Teile. Eigentlich nicht schwer zu machen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Sind immer relativ easy erledigt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, liebe Leute. Und danke jetzt weiter mit den Bremsen von dem nächsten Jeep. Bis dahin. Tschüss.